Na gut, und jetzt kommen wir zu der Entscheidung, die wirklich schwer fällt. Beide hätten sich's verdient, AC Milan sowie Lazio. Ich weiß echt nicht. Wir vermünze. Ich glaube, ich tendiere aber. Boah. Nein, ich nehme AC Milan. Das heißt, du nimmst Manchester City. Hätte ich genauso gemacht. Warum? Weil die kürzer dabei sind. Ja, genau deswegen habe ich jetzt auch so entschieden. Manchester City hast du gesagt. Ja. Gut. AC Milan gegen, was haben wir nochmal gesagt? Lazio Rom. Lazio Lazio. war schon zweimal im Viertelfinale, jetzt zum dritten Mal, einmal sogar schon im Halbfinale. AC Milan erstmalig im Viertelfinale und damit Ah, auch die habe ich noch nicht Möglichkeit hingestellt. Oha. aufzusteigen. Musste noch umstellen. Oha. Wem wird dich ja mal? Jetzt haben wir's. Guter Typ. Hat gute Quoten, habe ich gehört. Na gut, AC Milan spielt daheim. Schaut, dass man mein Handy nicht so Internet Explorer teilen kann. Weil da würde ich auf der einen Seite Twitch laufen lassen, auf der anderen Seite bei mir den Chat. Wieso, ich kann das nicht lesen, wenn wer was schreibt bei dir. Thank you. You have stayed here. Enjoy the meal. Oh, Stark. Dirk. Oh. Bin wahr. Nochmal Silber. Habe ich jetzt leider spät reagiert und nicht diesen angeschnittenen Knochen. Oh. Was ist das so weit vorne? Ah. Stark? Gar nicht so. Okay, jetzt will ich ihn endlich mal ein bisschen rausklären. Oh.
Lestien. Der auch sehr aufblüht hier bei Milan. Aber siehst du, das ist zum Beispiel, da ist, merkt man es mannschaftsmäßig gewesen. In Dortmund hat er nichts gezeigt, ist von Start auf Bank, auf Reserve gekommen und hier gar nicht mehr wegzudenken jetzt aus der Start einfach mal. Ja, sag ich ja. Ich glaube, bei Armstrong ist es genauso. Ja, vielleicht war Armstrong schon bereit für ein großes Team. Ich glaube, der wäre jetzt so ein größeren kommt, wenn er nicht. Oh! Glück? Wenn er nicht weggekauft worden wäre. Ich weiß gar nicht, wo ich ihn hinkommen hätte. Ups. Schön. Alter. Weniger schön. Und das ist besser wieder. Oh mein Gott, das sind nicht dasselbe am Weg. Nein. Das ist jetzt eigentlich schon bestätigt, was für eine Verletzung die Ibrahimovic hat. Mann. Na, dann noch nicht. Weil sie gemeint haben, vielleicht Karriereende sogar. Ja, das haben sie aber schon bei der Kreuzband auch gesagt. Schreiben sie nur, weil er dann vielleicht keinen Verein mehr hat, aber er findet sich schon was. Maldini! Glaubst du wirklich, sie hauen ihn dann raus? Ich denke nicht, dass sie verlängern wollen. Nee, nee, ich bin. So viel Leistung hat er noch nicht gebracht bei AC Milan. Da ist die Frage, wo er dann hingehen kann. Ich meine, das würde ihm jeder nehmen, aber ich glaube nicht mehr so ein großer Verein. Ja, glaube ich auch nicht. Ich wechsle ja dann nach Schweden zu seinem Verein. Schick. Welcher ist sein Verein? Boah, wo sind die? Hammersburg oder so? Wo er quasi Jugendspiel gemacht hat. Also wo er noch kleiner war. Nein, nein, da war er aber mal eine. Ah. Aber der einen Verein kauft. Also ach so, so meinst Anteile. Du. Ah, okay. So meinst du mit seinem Verein, okay. Manchester City, Nummer 4, David Silva. Ja, das spielt jetzt natürlich nicht so gut ab. Ja, Martini fällt mir gut aus. Heute mal erstmalig von Start an. Cool. Aber wenn der mal aufhört, weiß ich, wer die Legende fix machen wird. Ja, Beckham ist auch sehr auffällig, muss ich sagen. Oh, das geht's nicht. Was für eine Abwehr, oder? Oh.
Naja, Flo, 50% sind schon mal erreicht von deinem Tipp. Na gut, Anwechslung gibt's. Vielleicht sind wir jetzt im Klassen besser. Aber zwei Transfers haben mir wehgetan ein bisschen, aber ich habe den einen Typen auch schon am Radar gehabt, aber ich wusste nicht wohin. Okay. Wen? Den Boni und. Ah, wie heißt der denn? Der Boni hat mich eigentlich gewundert, das war dann so ein Zufall, den ich den nochmal entdecke. Und dann war noch einer dabei, der Zidane-Spieler. Danke dich. Na, der war auch bei der Drosch dabei. Mit Boni. Der beim deutschen Verein spielt. Der ist glaube ich hier Deutscher. Castro. Ja, genau. Genau, ich habe schon lange am Radar gehabt, dann habe ich gedacht, na, wohin und so weiter. Und genauso geht es mit dem von einem wiederentdeckten Stürmer wahrscheinlich. Da weiß ich jetzt nicht, wohin damit. Was da? Und dann hole ich ihn wieder. Wenn er nicht DPD spielt, das weiß ich gar nicht kurz. Okay. Entweder ist er Reserve oder er spielt gar nicht mehr. Boah! Boah! The King! Schlägt zu, Ausgleich! Der hat gepasst. Wieder Ball ins Tor. Ibrahimovic spielt auch dieses Jahr wieder mal um den Torjäger mit. Sein 9. Tor. Also bei Entdeckung tue ich mir diesmal sehr schwer. Ja. Nein. Glücklich, aber drin, Wahnsinn! Der war jetzt euch abgefischt, leider. Aber noch stark gelöst von Klaassen. Ja. Partie gedreht! Melanco. Milan führt daheim 2:1. Oh. Scheiße, leider. Zweitbein. Oh, stark. Ich hasse den Landwirtschaftssimulator, fangen wir dann unsere dritte Karte an. Aber wieso dritte? Naja, weil dann immer eine bessere natürlich. Man schon am PC spielen. Was ist das mit den ganzen Mods dann wieder? Wenn ich Glück habe, geht sogar der Xbox One Controller am PC. Okay. Er kennt Hadermann, installiert Hadermann, weil ich wollte mal ehrlich aufladen und habe mich gewundert, warum der Controller auf der Xbox auf einmal nicht mehr geht. Also ich glaube, der dürfte dann gehen. Sogar. Aber dann gehen wir es gescheit an. Dann gehen wir es richtig gescheit an. Ist das mit den Mods wird dann noch zart. Nochmal einsteigen, gell? Mhm. Ja, vor allem ist es nicht so einfach wie du drückst einfach nur rein, du musst es raussuchen, runterladen, den Mod-Ordner geben.
Ach so, das ist ein bisschen anders. Ja. War Ah. ganz wichtig. Nicht so ganz wichtig. Das war ganz wichtig. Das war nicht ganz wichtig. Das war ganz wichtig. Habere, habere, habere. Dass du das vergibst, Alter. Ja, aber zuerst machen wir eben matt fertig, hätte ich gesagt. Ja. Ich werde schon anfangen, bitte Mods zu suchen. Die wichtigsten haben wir. Wie gesagt, ich behalte mir das mit Epic Store im Hinterkopf. Soll es irgendwo dann noch fallen auf Steam oder so, dann mache ich das dann natürlich. Oh, ja. Du musst mal dann nur sagen Platinum oder nicht, weil dann machen wir halt das Platinum extra dazu. Ja, wenn du meinst, dass es Sinn macht, dann nehmen wir es. Wenn, ja. Ich habe mir das ehrlich gesagt nicht so angeschaut. Sind da dann alle, die noch kommen, auch dabei oder nur die, die jetzt dabei sind? Meinst du, die kommende die sind? Ja, sind das kommen ja noch. Ja, die sind dann kostenpflichtig wieder. Okay. Und wenn du willst, wenn du meinst, dass ein. Boah, yeah. Wenn du meinst, dass am Anfang die normale reicht, dann nehmen wir die normale. Ich denke, es reicht. Und irgendwann, wenn zum Beispiel alle da sind, kann man sicher noch. Ich glaube nicht, dass da jetzt so viele bedeutende Maschinen da sind, die es vielleicht nicht sogar dann als Mod gibt. Du hast wieder pausiert, gell? Ja, ich weiß. Immer wenn ich. Ist mir aber heute erst zweimal passiert. Ibrahimovic schießt die AC Milan zum 3-2 in seinem Erfolg. Führt die Torschützen hier an mit 10 Treffern jetzt. Auch in seinem Alter.